Guten Morgen, weiter geht's. Nein. Willkommen zu meinem Let's Play mal wieder. Ja, kurze Zusammenfassung vom letzten Kapitel, wie ich es immer gerne tue. Wir waren auf dem Weg und später auch in den Robco-Werken außerhalb der Stadt, inmitten des Ödlandes, haben ein paar Raider gefickt, ein paar Red-Kakerlaken zerschnitten und ein paar Maulwurfsratten gequält, ein paar Roboter ausgenommen und später einen Computer umprogrammiert und die Quest abgegeben. Jawohl. So. Großes Buch der Wissenschaften. Und Washingtoner Zeitschrift für Innere Medizin. Wissenschaft um 1 erhöht. Oh mein Gott, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das große Buch der Wissenschaft über Wissenschaft handelt. Aufgaben. Das Nationalarchiv, wo ist denn das Nationalarchiv? Da ist es. Ansonsten müssen wir hier unten in die Bibliothek von Arlington. Das könnten wir auch mal machen. Dann machen wir das doch mal, Bibliothek von Arlington. Reisen wir mal in die Farfax-Ruinen. Ich glaube, da waren ein paar Raider mal. Die hatten wir abgeschlachtet. War's das? Ja, genau. Okay, das Bein hatte noch gewackelt. Ihr seid die Zeugen. War das, glaube ich, mal von Raiditch? Nee, das war die Marigold Station. Naja, okay, dann halt nicht. Ich hätte ganz gerne mal hier ein Auto genommen und wäre damit durch die Straßen gefahren, aber naja. Oh, da haben wir einen Raider mit. Was ist das für eine Waffe? Ein Raketenwerfer. Rakete! Da hat er seine Waffe verloren. Und da sein Leben. Für die Kuh. We have a Raketenwerfer. Nur das Ding ist ziemlich schwer. Deshalb würde ich jetzt eigentlich sogar nochmal zurückgehen in mein Haus und das da reinpacken. Boah, das wird euch ja etwas langweilen. Deshalb. Tue ich jetzt gerade, soll ich es rauscutten oder soll ich es einfach lassen? Ich lasse es einfach. So schwer wird die Quest jetzt schon nicht sein. Und zur Not werde ich schon irgendwie einen Händler finden und ihm einen Raketenwerfer andrehen können. Vault Security. Singen wir doch mal ein kleines Lied. Das Lagerfeuerlied. Setz dich ans Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-I-U-E-R-S-U-I-U. Das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es ein Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Schlechter Einsatz. Bam, 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 L-A-G-E-E. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin schon recht nah. Es ging nochmal ganz flott. Haben wir noch einen Raider.
gar nichts. Er war natürlich schon. Und bei wegfliegender Waffe. Das war ein normales Sturmgewehr. Scheiße. Schade, wäre es jetzt ein chinesisches Sturmgewehr gewesen, hätte sich das gelohnt. US Army, 30 praktische Rezepte für den Flammenwerfer. Hier gibt es anscheinend auch noch Kacke. Doch, hier unten müssen wir wieder lang. Eine Maulwurfsratte. Oh, es ging jetzt flott. Eine Blähfliege. Ja, das ging auch recht flott. Es geht doch nichts über eine gut erhaltene Jagdflinte. Okay. Beide Beine ab, beide Arme ab. Nicht sehr schöner Anblick. Ich glaube, dort oben können wir noch irgendwas erforschen. Wir sehen ja unten dieses schwarz-weiße Dreieck. Und es scheint auch ziemlich nah zu sein. Was könnte das denn sein? Was war denn hier im Süden nochmal? Nochmal irgend so eine Barackenstadt. Auf jeden Fall freundlich sind. Oder ist es vielleicht nur ein Augenbot? Das scheint mir nicht so. Nein, es ist... Ich kann ihn nicht anvisieren. Junior Smith. Wie ist es jetzt? Andale. Andale! Oh, weg aus dieser scheiß Psychostadt, Alter. Das können wir im nächsten Teil machen, aber jetzt nicht. Das ist eine totale Psychostadt. Aber ich will jetzt nichts spoilern, das besprechen wir dann nächstes Mal. Das ist einfach eine heftige Psychostadt. Habt ihr den Satan in den Augen des kleinen Jungs nicht gesehen? Er war besessen. Ein Sammler! Da können wir unseren Raketenwerfer verkaufen. Na? War nicht aus dem VTS. Mit seinem Hund. Hände! Denken Sie nicht mal drüber nach. Diese Technologie aus der Enklave gehört mir, ganz allein. So, Pistole weg. Was können wir noch wegtun? Die Radar-Rüstung natürlich, den Raketenwerfer und so eine Scheiße hier. Krass, der kann uns nicht genügend Geld dafür geben. So ein Pisser. Mit so jemandem macht. Naja, was auch immer. Ist das jetzt hier die Bibliothek schon? Nein, wir müssen noch ganz woanders hin. Ah, New Coca-Cola-Werke. Auch nicht schlecht, dass wir das schon mal gefunden haben. Oh, ein Yaugavi ist da. Der ist... Okay. Ist der Yaugavi tot oder... Der... Oder das Robohirn? Ich weiß es nicht. Es scheint so, als wäre das Robohirn tot. Bam, in your face.